Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Petra und wie ihr sehen könnt, geht es heute mal um ein Upcycling-Projekt. Alte Herrenschlafanzüge von 1960, die hat mir eine Schulfreundin gespendet. Ja, da sind ungefähr 5 Stück davon da und ihr wisst, dass da vielleicht eine Menge Stoff drin ist, die ich verwenden möchte. Und zwar möchte ich ein Schirndaschquilt machen. Und ich habe mir gedacht, weil es ein Upcycling-Projekt ist, verwende ich Schlafanzüge und einfarbige Hemden, Oberhemden. Die habe ich alle gewaschen, auseinander getrennt. So wie dieses hier, das ist eine rückwärtige Passe. Und Ärmel und so weiter. Die habe ich wirklich alle komplett auseinander getrennt. Binding-Streifen schon geschnitten und wie ich das machen möchte, das sage ich euch jetzt sofort. Wie ich den gestalte, das möchte ich euch zeigen. Ausgerechnet habe ich mir für die Breite 54,5 nach Abzug aller Nahtzugaben und für die Höhe 84,5. Das gestaltet sich wie folgt. Und zwar möchte ich ein 12,5-Inch Block machen im Wechsel und daneben 2 6,5-Inch Blöcke. So wollte ich das machen. Jetzt natürlich nicht die gleiche Farbe, das muss ich nicht machen, kann ich aber. So, davon brauche ich in der ersten Reihe ein 12,5-Inch Block, 2 6,5, dann folgt wieder der, dann folgen wieder 2. Pro Reihe benötige ich 12,5-Inch Blöcke, 3 Stück und 6 Blöcke a 6,5 Inch. Und wenn ich dann 7 Reihen habe, bin ich bei 21 Blöcken 12,5 und 42 Blöcke 6,5 Inch. Die kann ich mir natürlich wunderbar zuschneiden schon, indem ich mir die wirklich alle auf die Stoffe, die ich möchte, auf einen Stapel legen, womit wir beim Thema sind. Meine Idee ist es, das hier die Mitte von dem Schirndasch mit lustigem Print zu gestalten. Das sind alles Reste, die ich hier habe, die ich zum Beispiel eine Katze und hier ist auch eine Katze drin, Eulen oder eben so oder aktuell Fußball. Da kann ich ganz kleine, das sind 2,5 Inch und die großen sind 4,5 Inch. Da wir eine Menge HSTs zu machen haben, also habe Half-Square Triangles, verwende ich die Magic 8 Methode. Das geht am allerschnellsten und ist auch geeignet für Reststoffe. Für den großen 12er, wenn ich 8 Stück haben will, brauche ich 10 Quadrate a 10 Inch. Zur Gestaltung kann man verschiedene Varianten anwenden, wie ihr sehen könnt. Und zwar habe ich das einmal so gemacht, dass das Print zur Mitte zeigt und die Streifen jeweils auch zur Mitte. Und hier habe ich es andersrum gemacht. Ich finde den fast schöner. Wenn ich den so anschaue, die Katze in der Mitte kommt so richtig zum Ausdruck. Was hier so ein bisschen, wobei das ist hier dunkel, das verschwindet auch nicht. Also das kann man sich überlegen, wie man das machen möchte. So ein Schirndasch haben wir schon öfter mal gemacht und ich mache jetzt den, zeige euch den großen, den 12,5-Inch Block. Den will ich auch andersrum machen, also lege ich den so hin, dass der Hintergrund, der hier bei dem anderen als Hintergrund war, jetzt zur Mitte zeigt. So und so. Das nähe ich jetzt einmal an der langen Kante entlang mit einem 1/4 Inch natürlich. Bei diesem Block oder bei diesem Quilt geht es tatsächlich nur um die Inspiration für euch, aus dem Material, was wir haben, etwas zu nähen, was es nirgendwo anders gibt. Und ich denke mal, da hat jeder Ressourcen, das zu tun. Mit den kleinen Blöcken kann man sich auch wieder austoben, einmal so lang und einmal so lang. Ich mache die jetzt alle so und werde euch im Anschluss ein paar Beispiele zeigen, was ich gemacht habe aus den Resten. Wenn du zusammennähst, ist ganz klar, haben wir hier ein Nine Patch
die wir erst hier, hier, hier aneinander nähen und dann die und die. Die bügeln wir zur Mitte, die nach außen und die auch nach außen, die letzte Reihe. So, das ist mein fertiger anderer Block. Und ihr seht, dass das ganz einfach ist, wenn man einfach nur die Half-Square Triangles dreht. Und dann hat man das einmal so mit diesem einfarbigen Hintergrund und einmal mit dem Print als Mitte. Das gleiche habe ich mit dem kleinen Block gemacht. Und so kann ich die nacheinander anordnen oder abwechselnd anordnen. Mit dem Bügeln ist es am allerbesten, wenn ihr alles in eine Richtung bügelt. Da kann man, hat man mehr Optionen, dass die Seitennähte gut zueinander passen. Ich werde es nachher kunterbunt mixen und das Layout dann euch später zeigen, wenn ich alle meine Blöcke fertig gemacht habe. So, hab Dank fürs Anschauen und wenn du magst, gerne beim nächsten Mal wieder hier auf meinem Kanal. Also habt eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss!